Basisfach oder Leistungsfach Mathematik? Das ist die Frage. Beziehungsweise dieses Material, dieses Video und das angehängte Dokument sollen euch helfen, dort für euch eine möglichst gute Entscheidung zu treffen. Mein Name ist Thilodin Anjavala und ich unterrichte in diesem Schuljahr einen Leistungskurs in Abi 1 und ich habe für ein paar Wochen einen Kollegen vertreten, der in Elternzeit war im Basisfach. Das heißt, ich habe da für ein paar Wochen ganz praktisch den Vergleich nebeneinander gehabt zwischen Basisfach und Leistungsfach. Also, ihr sollt euch entscheiden und ihr müsst euch entscheiden. Für den einen oder anderen mag das ganz klar sein, also ihr seid gut in Mathe, ihr macht das gerne in Mathe, habt eine gute Note, entweder durch Begabung oder auch durch Fleiß und Arbeit, dann könnt ihr das Leistungsfach wählen. Es mag es auch diejenigen geben, die nicht nur eine gute Note haben in Mathe, sondern überall, dann habt ihr so eine Art Luxusproblem und müsst euch eben entscheiden. Ich habe auch im Basisfach Schüler erlebt, die wirklich gut waren und sich aber aus irgendwelchen anderen Gründen, weil sie anderen Leistungsfächern den Vorzug geben wollten, für das Basisfach Mathe entschieden haben. Ich vermute aber, die allermeisten möchten jetzt abwägen, ob sie im Leistungsfach zurechtkommen, ob es euch liegt. Dieses Material soll also da einen Einblick geben. So, die ersten Unterschiede zwischen Leistungsfach und Basisfach sind eben ganz einfach. Im Leistungsfach steigen wir etwas vertiefter ein in den Stoff. Wir haben ja auch mehr Zeit, 5 Stunden anstatt 3 Stunden. Wir machen zwar ähnliche Themengebiete, steigen aber im Leistungsfach wesentlich detaillierter rein. Vielleicht helfen ein paar Beispiele. Die Ableitung dieser Funktion hier könnt ihr am Ende der 10. Klasse alle bilden. Das ist die Summenregel, ich leite also x² ab und ich leite Sinus x ab. Eines der ersten Dinge, die ihr im Jahrgang 11 machen werdet, ist neue Regeln kennenlernen fürs Ableiten. Nämlich, da steht jetzt kein Plus mehr, sondern ein Mal. Dann kann ich jetzt nicht mehr die Summenregel anwenden, sondern es gibt eine Produktregel. Dieser Produktregel werden wir zum Basisfach dadurch nähern, dass wir sie eben vorstellen, so geht das. Ich stelle sie jetzt nicht vor, ich erkläre nur, ihr benutzt die Produktregel im Basisfach, macht ein paar Beispiele durch und dann ist sie da und ihr benutzt sie. Im Leistungsfach hätten wir den Anspruch, das zurückzuführen auf die Definition der Ableitung, also auf den Grenzwert des Differenzenquotienten und damit einen formellen Beweis für die Regel herzuleiten. Nachdem das dann getan ist, geht es in beiden Fällen gleich weiter. Wir benutzen einfach diese neue Produktregel in ganz vielen Aufgaben. Eine zweite Beispielaufgabe. Am Ende der Klasse 10 habt ihr in Vektorrechnung die Lagebeziehung von Geraden besprochen. Also zum Beispiel diese zwei Geraden hier. In diesem Fall haben die beiden Geraden einen Schnittpunkt und die Aufgabe würde dann sein für euch auf Basisfachniveau, finde den Schnittpunkt dieser beiden Geraden oder besser berechne den Schnittpunkt dieser beiden Geraden. Im Leistungskurs gehen wir vermehrt mit Parametern um. Da taucht dann also noch, tauchen andere Variablegrößen auf, hier rot dargestellt, a, b und c. Und dann wäre die Frage zum Beispiel, finde Werte für a, b, c, so dass die beiden Geraden sich schneiden. Oder ist es möglich, Werte zu finden, so dass die identisch sind, die gleiche Gerade beschrieben wird, dass sie parallel liegen, windschief sind, etc. etc. Hier nun ein drittes Beispiel mit Blick auf eure rechnerischen oder algebraischen Fähigkeiten. Also, im Basiskurs könnt ihr davon ausgehen, dass viele Rechnungen ausführlicher, manchmal sogar wirklich Schritt für Schritt vorgemacht und durchgemacht werden. Zum Beispiel diese Gleichung hier, die ich jetzt mal vormache und im Schnellvorlauf dann zeigen werde. Also ihr könntet sagen, ich rechne hier minus 3x².
So, bei dem einen oder anderen mag es am Anfang daran gelegen haben, dass man keine Idee hat, wie man das auflöst. Dann kommt eben der Hinweis, bring doch mal alle x auf die linke Seite und dann klammerst du ein x aus. Ganz ausführlich und vorgemacht. Und jetzt habe ich ein Nullprodukt, also entweder das x gleich 0 oder dieser Teil hier 0. Ich mache jetzt keinen Matheunterricht, aber im Matheunterricht könnte man dann im Basisfach auch nochmal ausführlich vorführen, wie das geht hier mit der PQ-Formel, das einmal einsetzt und kriegt dann eine Lösung. Diese Aufgabe mit Lösung steht in eurem Dokument drin. Im Leistungsfach könnte es durchaus sein, dass wir diese Gleichung haben. Da darf es dann auch mal den Hinweis geben, bring doch alles rüber und dann holst du ein x mit dem Nullprodukt raus. Aber dann käme vielleicht die Ansage so, jetzt rechnet es mal alleine aus. Ich hoffe, ihr seid mit diesem Video ein Stück weitergekommen bei eurer Entscheidungsfindung für die Kurswahl. Bitte schaut euch das zugehörige Dokument dazu an. Da findet ihr weitere Beispielaufgaben, wie diese hier, und auch eine Gegenüberstellung von Notengebung, Klausurenanzahl, Abi-Prüfung und dergleichen. Trefft für euch eine passende Entscheidung. Ich wünsche euch eine gute Kurswahl.